Für mich macht den Degussa Goldsparplan besonders, dass man tatsächlich in physisches Gold investiert. Das Schöne dabei ist, man kann auch mit kleinen Beträgen sparen. Man kann den Sparplan eben pausieren, man kann die Rate anpassen. Das Gold ist jederzeit bei Degussa verfügbar und man kann das Gold entweder direkt bei Degussa wieder verkaufen, in der Niederlassung abholen oder auch sich bequem nach Hause liefern lassen. Der Mehrwert des Degussa Goldsparplans ist eben, dass man regelmäßig spart. Das heißt, man partizipiert nachhaltig an der Wertentwicklung des Goldpreises und hat nicht das Risiko, dass man einmalig zum teuersten Preis Gold kauft. Der Abschluss vom Degussa Goldsparplan ist super einfach und in 3 Schritten möglich. Ich überlege mir erst einmal, was ist denn das Sparziel? Wir haben da zum Beispiel diesen tollen 100 Gramm Degussa Goldbarren, den man besparen kann. Im 2. Schritt überlege ich mir, welche Sparrate möchte ich haben? Wie viel Geld möchte ich in den Sparplan investieren? Und zu guter Letzt überlegt man sich das Spartempo. Also wie regelmäßig möchte ich denn in den Degussa Goldsparplan einbezahlen? Möchte ich wöchentlich, monatlich oder auch vierteljährlich in den Sparplan investieren? Dann muss man nur noch die Zahlungsmethodik hinterlegen. Man kann wählen zwischen Lastschrift, Kreditkarte oder auch Überweisung. Und man verifiziert sich online ganz einfach mit einem gültigen Ausweisdokument. Das Tolle, man kann jederzeit Einmalanlagen machen, wenn man vom Geburtstag, Weihnachten oder anderen Feierlichkeiten etwas Geld übrig hat und dieses zusätzlich in den Sparplan einbringen möchte.